Hallo liebe Spielende, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Video zu Herr der Ringe Online. Wir sind im Update 16 und haben mittlerweile Buch 3 Kapitel 4 erreicht. Da müssen wir nach Lothanach, hier sind wir auch schon, und müssen aber auch ein paar Nebenquests machen, nämlich in Arnach. Und in Arnach bekommen wir jetzt hier eine Quest, die uns durch ganz Lothanach führt, sozusagen, dass man ja das Gebiet kennenlernt, weil fürs Kapitel 4 müssen wir eigentlich nur in eine Stadt, die heißt Dahalond, und müssen uns da ein bisschen umschauen. Das machen wir aber erst später, weil wir wollen uns natürlich mal angucken, was hier so in Arnach los ist. Wenn ihr den Questtext lesen wollt, drückt einfach auf Pause, weil, ja, ich pausiere relativ selten oder ich lese den auch nicht vor. Aber das ist halt, damit ihr ein bisschen was von der Story mitbekommt, lasse ich ihn euch kurz an. Ja, was machen wir heute? Wir gucken uns also jetzt gleich ein paar Lager an hier in Lothanach und schauen mal, was uns hier die beiden, Dagor und India, genau, zu sagen haben oder was die uns für Quests geben. Und das sind ganz schön viele. Also man kommt ins erste Quest-Tab hier und kriegt sofort 3 Quests von dem einen und 3 Quests von dem anderen. Die seht ihr jetzt auch hier. Und für Dagor sollen wir zum Beispiel Haradrim Boote zerstören. Wir sollen Hauptmänner erledigen. Wir sollen Getreue erledigen. So, und hier auf der Map sehen wir auch, das ist so in 3 Hauptbereichen. Nämlich ein Lager, da stehen wir vor. Eins am Wasser und eins mittendrin. Die schauen wir uns jetzt gleich auch alle 3 mal an, damit ihr die Gegenden so gesehen habt. Und hier ist auch schon das erste. Da sollen wir auch Kriegshörner zerstören zum Beispiel. Und wir bekommen eine neue Tat, das Morgulheer. Und das Morgulheer ist eine Tat, da geht es darum, ja, die ganzen Morgul-Leute zu finden. Und da sind wir nun im Galdristal. Ihr habt Galdristal entdeckt, das ein wunderschönes Feld in Lothanach. Und so weiter und so fort. Könnt ihr durchlesen, drückt da Pause, spult da zurück. Okay. Und ihr seht, wie viele Quests es hier gibt, auch für Leuchtfeuer, also auch hier wieder in Ostgondor, ziemlich viele Quests, Festung der Hoffnungen, ne? Das sind da die 6 Städte, die die Guten haben und die muss man alle erkundigen für Turbinpunkte, Ruf und so weiter und so fort. So, dann gucken wir doch mal, ob so ein Anhänger uns auch schon wieder eine Questbelohnung gibt, ob wir die erledigen müssen für die Quests. Ja, mal schauen. Und ja. Das ist zum Beispiel für die Quest Haradrim Getreuen. Die Lager sind relativ voll von Gegnern. Deshalb ist es hier ganz gut, wenn ihr mit einem Landschaftssoldaten unterwegs seid. So viele Spieler sind hier nämlich nicht unterwegs. Sie sind alle schon in den neuen Innis. Und deshalb trifft man die so in den Zonen eigentlich gar nicht. Also ich war hier, glaube ich, ja, eine halbe Stunde unterwegs, habe keinen Spieler gesehen. Weil die sind schon alle in Osgiliath, machen da die... ja, Endquests, sage ich mal, und dann halt auch die Dungeons dort. Also am besten Landschaftssoldat mitnehmen, Zeit kaufen für den Soldaten und dann ab geht's. Levelt den ein bisschen mit Scharmützelpunkten oder so. Ich weiß gar nicht mehr, wie hat man den nochmal gelevelt? Hab den lang nicht mehr gelevelt. Auf jeden Fall stellt ihn ein bisschen hoch, damit ihr mehr Punkte einsetzen können. So, okay. Bei ihm. Und jetzt sehen wir hier irgendwo in diesem ganzen Gewühl den Hauptmann. Auf der Map oben seht ihr, wie viele rote Punkte das sind auf der Minimap. Der Zauberer, der ist ganz nervig. Der hindert einen am richtigen Sehen, ja. Dann sind die Mobs auch durchsichtig und es wird kurz vernebelt. Aber ist irgendwie ein cooler Effekt. Und jetzt sehe ich aber immer noch nicht den Hauptmann hier. Er ist hier aber irgendwo. Ich glaube, da hinten an dem Zelt. Aber den brauchen wir, ihr seht es, da ist es auch markiert per Ring für die Quest. So, und deshalb, ja, ich räume hier weiter auf. Und wenn wir dann beim Hauptmann, ah ja, da sind wir ja beim Hauptmann. Super, ich habe schon mal ein bisschen was vorbereitet hier. Ein paar Leichen sozusagen. Und da kommt der Hauptmann auch dann sofort mit 3 Mobs. Also mit 2 Begleitern sind insgesamt also 3. Und da müsst ihr halt jetzt auch wieder schauen, ne? Wie könnt ihr die managen? Wie könnt ihr die Ads ja zuerst vielleicht erledigen oder so lange betäuben? Oder habt ihr gute Areas?
Das kennt ihr ja alles, das Spieler, ihr geht seit 100 Leveln, wenn ihr hier unterwegs seid. Aber ja, es ist trotzdem ganz schön anstrengend, wenn man nicht gerade einen Heiler-Soldaten dabei hat. Landschaftssoldaten, dann kriegt man hier auch eins auf die Mütze, wenn man falsch steht oder so. Oder falsch pullt. Und dann kommen noch mehr dazu. So, Anzahl bezwungener Haradrim, 1 von 3. Damit haben wir jetzt also die Hauptmänner erledigt, wenigstens einen davon, und können jetzt ins nächste Lager, wo dann der nächste Hauptmann drin ist. Wenn ihr jetzt mal genau drauf achtet und geradeaus in das Zelt schaut, dann ist dort ein Kriegshorn. Und die soll man auch zerstören, damit die keine Hilfe mehr rufen können. Dafür müssen wir uns natürlich erstmal hier in dieses kleine Zelt reinkämpfen. Verschließt ihre Ohren, so heißt die Quest. Und ja, das ist natürlich auch nicht ganz so einfach, weil da auch schon wieder drei vorstehen. Also räumen wir die auch mal schnell weg. Während des schnell wegräumens kamen jetzt noch von hinten ein paar Ads. So passiert's mal. Aber dadurch haben wir auch wieder eine Quest erledigt, nämlich die Haradrim-Getreuen erledigt. Das ist doch auch schon mal gut. Oh, da kommt noch ein Anhänger. Es hört gar nicht mehr auf. Ich glaube, ich habe jetzt insgesamt 7 Mobs am Stück gekillt oder 8, weil sie immer wieder neu spawnen. Ja, so, da kommt schon wieder der nächste, aber der ist zum Glück da hinten auf seiner Matratze. Schnell wieder den Landschaftssoldaten. Und da ist das Kriegshorn. Das erledigen wir jetzt schnell. Dann haben wir schon wieder einen Schritt weiter geschafft. Okay, jetzt noch hier mal gucken, was gibt's denn in der Holztruhe? Ja, Walnussholz. Okay, na gut, das war jetzt nicht so toll. Wir sind jetzt hier erstmal durch dieses Camp durch und dann gehen wir mal ins nächste Camp hinein, damit wir ein bisschen mehr von der Gegend sehen. So, wo wir jetzt hier weiter sind, ihr seht, wo ich hier stehe, jetzt mitten unten in dem Wald, da ist wieder so ein Schatzspeicher für die Tat. Also, wenn ihr diese Schatzspeicher sucht, dann wisst ihr jetzt, hier auf der Map zwischen den zwei Lagern an so einem Berg unten liegt so ein Schatzspeicher. Okay. Und wo ist jetzt das Lager? Hier oben haben wir das Lager jetzt. Auch wieder ein Lager des Morgul-Heers. So heißen die ja, die Lager. Und hier finden wir jetzt auch wieder ein Kriegshorn. Das ist nicht ganz so groß wie das andere Lager. Und hier finden wir auch wieder einen Hauptmann drin. Müssen uns also trotzdem wieder komplett durchkämpfen. Es ist jetzt nicht so, nur weil es kleiner ist, ist kein Hauptmann da, sondern müssen wir genauso aufräumen in der Mitte, nur mit, ich glaube, 2-3 Mobs weniger. Aber das machen wir jetzt nicht alles, weil das dauert ja viel zu lange. Damit ihr mal gesehen habt, wie es heißt. Egoland. Egoland. So heißt dieses Lager. Dort liegt auch wieder ein Kriegshorn. Und hinten links seht ihr auch gelb wieder den Hauptmann. Und hier habt ihr Egoland entdeckt. Genau, da war wieder die Beschreibung. Hier haben wir wieder so einen Anhänger für ein zweites Kriegshorn. Dann haben wir nämlich schon 3 von 4 Kriegshörnern. Jetzt haben wir 4 von 4 Kriegshörnern. Dann haben wir schon wieder eine Quest erledigt. So, wunderbar. Langsam aber sicher lichtet sich hier dieser Quest-Dschungel wieder. Und jetzt müssen wir noch einen Hauptmann erledigen, dann die Boote am Fluss erledigen und dann müssen wir noch irgendwelche Nachrichten an Bäumen finden. Also gar nicht mehr so viel zu tun. Und dann geht schon wieder in Anach weiter. Dann kommen nämlich schon wieder die nächsten Quests. Aber dieses Dunkle hier in der Gegend, das liegt daran, dass Morgul und damit auch, ja, wie heißt eigentlich der Chef? Ja, Sauron, genau. Seine Arme ausstreckt hier nach Lossanach und nach Osgiliath und so. Deshalb ist es hier immer so düster. Hier hängt so ein seltsames Band. Das ist also so die Nachricht, die wir finden müssen. Und davon müssen wir 8 Stück finden an 8 Bäumen, müssen hier also so ein bisschen die Gegend abgehen und diese Bäume suchen, wo diese Bänder dran sind. Okay, und dann haben wir hier dann auch die Boote am Fluss, hier seht ihr es, und Vorräte der Haradrim. Auch die müssen wir erledigen, das heißt nicht nur die Boote, sondern auch die Vorräte, die dazugehören. Und davon dann auch wieder 7 und 5, also haben wir auch hier wieder viel wegzuräumen. Die Axt können wir natürlich gebrauchen, wir haben ja jetzt die inspirierte Waffe und die kann ja jetzt leveln ohne Ende. Also von daher, Axt ist immer gut, ist nicht vergebens,
Also geht nicht nur in eine Waffe, die man immer wieder zerstört und damit irgendwelche Ex-Brunen sammelt, sondern jetzt leveln die Waffen ja auch relativ lange mit und werden ja auch mit jedem Update angehoben, sodass ihr die dann auch weiter benutzen könnt. Okay, kriegen wir den Schützen jetzt? Genau, so, jetzt ist das zweite Boot dran hier. Burn. Und dann noch die Vorräte. Und dann schauen wir mal, ob wir hier noch ein paar Bänder finden. Ja, hier geht es auch wieder in das andere Gebiet, wo wir vorher die ganze Zeit gespielt haben. Aber da müssen wir nicht mehr hin. Wir sind ja jetzt schon ein Gebiet weiter. Aber ihr seht, wie nahtlos das übergeht. Ja, es ist sozusagen Open World. Und dann gucken wir mal hier. Hier unten, ganz im Süden am Fluss, wenn ihr an dieser Spitze seid, auch hier ist wieder so ein Schatzspeicher. Also, wenn ihr Schatzspeicher sucht, merkt euch diesen Ort hier. Nicht jeder geht bis ganz unten ans Ende beim Fluss. Und dann auch noch um den Fels herum. Da gab es die Belohnung. So, wenn wir in dir nun alles zurückgeben, weil wir haben ja jetzt alles erledigt da unten am Fluss und so weiter, dann gibt es wieder ganz viele ostgondorische Silberstücke, die wir zum Tausch brauchen. Der Ruf in Pelagir geht immer noch weiter hoch. Und hier gibt es jetzt das erste Mal Aufgaben von Lossanach, weil das waren so die ersten Quests, die hier jetzt mit Lossanach zu tun haben. Und das ist natürlich auch wieder eine Tat, wofür es dann, ja, wieder Punkte gibt. Und ich glaube, man muss sogar wieder 60 davon erledigen. Oder war es 30? Ich weiß es jetzt nicht auswendig. Und jetzt geben wir hier noch bei Dagor die drei Quests ab. Und dann schauen wir doch mal, was sich die Leute hier so in Arnach noch ausdenken. Hier ist wieder die Tat. Da, für Aufgaben. Ich sage immer Ausgaben. Eben habe ich auch für Auftragsbrett, Anschlagsbrett oder so genommen. Naja. Und Pelagir. So, da gibt es wieder gut Ruf. Da gibt es wieder gut Silberstücke. Und die dritte Quest geben wir die auch noch ab. Dann haben wir eigentlich die Quest von den beiden erledigt. Okay, und schon können wir zu diesem Questgeber gehen, der uns gesagt hat, wir sollen mit beiden sprechen. Das ist der Hauptmann der Wache. Wir haben keine Zeit. Die Haradrim, sie wollen angreifen. Oh, okay. Oh, bei den Angriffsvorbereitungen sollen wir nun Dago und Indi helfen. Jetzt wird es also ein bisschen enger hier. Bis jetzt waren sie hinten an den eigenen Zelten und jetzt kommen sie auch zur Stadt. Es gibt eine schicke Hose und jetzt muss ich den beiden doch nochmal helfen, damit wir hier den Angriffer vorbereiten. Das ist bestimmt dann wieder so eine kleine Solo-Instanz. So ein kleines Scharmützel, so ein kleiner, ja, Eingriff oder wie das heißt, so eine Schnellreise. Keine Ahnung, wie die Dinger nochmal heißen, sorry. Auf jeden Fall wird das dann bestimmt wieder so ein instanzierter Bereich. Schickt Bewohner in die Feste. Also, für ihn hier sollen wir die Bewohner einsammeln und für den anderen sollen wir Soldaten sammeln. So, und beim nächsten Mal zeige ich euch, was dann passiert, wenn wir die alle in, ja, Sicherheit gebracht haben, wenn wir die Soldaten haben und wie das Kapitel 4 weitergeht. Ich hoffe, es hat euch gefallen, einfach mal so ein paar Nebenquests zu sehen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Abonniert mich und bleibt mir treu. Bye, bye.